Hallo und herzlich willkommen zu Wir probieren, heute mit Kiffergetränk. Genau. Und zwar haben wir da Cannabis Energy Drink. Lustigerweise haben die da wie so eine Linie, wo es sich dann einfach mal komplett spiegelt, ne? Und unten nochmal dann in dunkelgrün die Schrift. Ja, ja. CannabisEnergyDrink.com steht hier drauf. Auch nochmal groß unten drauf. Und das und kommt schon. Tatsächlich, wie man es erwartet, aus Holland. Echt? Ja. Die ziehen es durch. Ja. Die haben es durchgezogen. Auch der Schniepel wieder in grün, in dunkelgrün. Ja, ja. Und ist der allerdings Rest auch ein THC-freies Getränk, im Gegensatz zu Hemp, wer das kennt. Hemp hat THC mit drin. Der hatte das Zeug mit drin gehabt. Ja. Krass. Und Hemp war teilweise sogar in Deutschland vertrieben. Das ist das Witzige. Hemp gab es eine Weile in Deutschland. Das durften die. Wahrscheinlich durften die das nicht, aber es wurde trotzdem gemacht. Das merken die nicht. Sie haben es nicht gemerkt. So. Ach ja, noch dazu gesagt, die haben uns das Ganze natürlich netterweise gestiftet. Also es wurde uns direkt von den Leuten zugeschickt. Danke dafür. Und zwar gleich in der ganzen Palette, was uns natürlich freut. Ray heißt das Ding. Sag ich doch. Ja. Und dazu noch klassisch das Ganze noch mit Mini-Poster, Cannabis Energy Drinks. Mini-Flyer oder was auch immer. Ja. Nett. Ich find's geil. Es sieht aus wie eine typische Kippenschachtel. Ja. Ja, mit diesem Warnhinweis, Users relax faster. Awesome. Genau. Werden wir testen, ob das so awesome ist? Nein. Wie nein? Nein. Jesus, not again. Yay, Red Bull Klon. Schon gar keine Lust mehr. Tschö. Ich bin jetzt schon so relaxed, dass ich... Ja, ich bin so relaxed, dass ich mir... Ist mir eigentlich egal. Du weißt ja, Rauchen macht... Rauchen genau. Macht gleichgültig. Ja, ist mir egal. Lass mich raten, wie er schmeckt. Nach Rockstar. Mhm. Also ich chill jetzt hier ein bisschen in der Unschärfe. Wer hätte es gedacht? Es ist einfach ermüdend. Dass das immer... Also relaxierend. Nee, ermüdend, auf Neudeutsch sagen. Ermüdend oder relaxierend. Chillaxen. Oh ja. I see what you did there. Es ist einfach zum Kotzen, dass immer noch Firmen, Produzenten von Getränken denken, sie müssten Red Bull-Klon auf den Markt pfeffern. Ich es denke geht mal, es ist mir auf den Piss. Sack. Nein, Sack. Es, also ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, dass es so als Red Bull-Klon geplant war, aber es schmeckt halt einfach nur... Spätestens wenn du da, also ich denke mal zumindest als normaler Produzent von irgendwelchen probierst Sachen... Probierst du das richtig, Zeug, wenn ich doch zumindest mal das, was ich da in den Markt werfe, den Leuten in den Rachen baller, mal wenigstens selber mir mal in den Schlund geschüttet haben. Wenigstens einmal, so for safety oder so. Ja. Dass es nicht ganz so übel sein kann. Haben die das schon mal probiert? Sind die auf die Idee gekommen, hey, da könnte es vielleicht ein Produkt geben, was auf der ganzen Welt bekannt genau ist und was genau so schmeckt? Oh. Ach Gott. Nein, ich verstehe es nicht mehr. Inzwischen, also, am Anfang okay, wir haben ja angefangen, die verschiedenen Sachen durchzutesten, dass dann ab und zu mal irgendwo einer ähnlich schmeckt, okay. Aber das ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so viele dämliche Red Bull-Klone gibt. Dass es so viele sind, hätte ich einfach nicht gedacht. Ja. Und vor allem von Cannabis-Getränk oder. Ja, gell, also da erwarte ich doch zumindest, dass es sich absetzt durch irgendwas. Und nur weil Cannabis draufsteht und irgendwie Hanfsamen drin sind und aber doch keine THC, also dann hast du keine Wirkung, hast nur am Rande einen Geschmack, der nicht da ist. Das ist wie Acai. Wenn man es nicht schmeckt, kannst du es auch weglassen. Richtig. Und welches Verkaufsargument... Oder wenn es so stark verdünnt wird, dass du es nicht mehr schmeckst, ja, dann kannst du es auch weglassen. Ja, und welches Verkaufsargument hat es denn dann? Es steht Cannabis drauf. Das ist die klassische, richtig, das ist die klassische Verbraucherverarsche. Sie haben festgestellt, wahrscheinlich sollte das mal ganz anders heißen. Und da haben sie festgestellt, okay, es ist ein Red Bull-Klon. Ja. Wir verkaufen es als Cannabis Energy Drink. Dann sieht es anders aus und es müsste eine andere Sparte sein, zumindest optisch. Die Leute kaufen das schon. Macht mal. Fail. Nee, also das ist für mich einfach ein Fail. Nee, also das reißt mich auch nicht vom Hocker. Also ich, generell... Lass mal nochmal, um zumindest sagen zu können, ob es ein guter oder ein schlechter Red Bull-Klon ist. Nee, ich wollte jetzt eigentlich auf die Wirkung eingehen. Generell, die relaxierende, also die entspannende Wirkung von einem Drink stelle ich sowieso immer in Frage, weil ich einfach nicht dran glaube. Ja, das gibt's einfach nicht. Das Einzige, was wirklich entspannt, sind Baldrian-Tropfen. Und zwar, wenn man die ganze Flasche runtersäuft und dann ist man einfach nur besoffen vom Alkohol. Aber ich muss sagen, was ich schon im Text-Review von der Chillcat drin hatte, ich glaube da auch nicht dran. Aber ich war danach ein bisschen schläfrig. Ich muss es wirklich zu... Ich hätte da nicht dran geglaubt und trotzdem war es so. Hm.
Gut, das können wir natürlich auch jetzt... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Dann müssten wir jetzt das Ding zu... also leer saufen und dann quasi nach dürfte dem eigentlichen zugucken. Video ja, zugucken, ob wir eingepennt sind. Also um noch zu sagen, um das wenigstens einzuordnen, ob es ein guter oder schlechter Red Bull Clone ist. Geschmacklich kommt es sehr nah ran. Der Prickel ist nicht schlecht, aber zu wenig im Vergleich zu anderen Klonen. Die können das besser, den Prickel imitieren. Ganz kopieren hat es bisher sowieso keiner geschafft. Und er hat einen sehr trockenen Nachgeschmack, um das noch ein bisschen mitzugeben. Aber auch so, von diesem, was ich mir jetzt unter Cannabis vorstelle, wir hatten ja schon, also zumindest im Text-Review, ja, nochmal als Hinweis, die Adresse da unten steht nicht nur zum Spaß da. Ja. Ich hatte ja ein Text-Review von dem Cannabis-Eistee. Ja. Und da hast du eindeutig geschmeckt, da ist sowas leicht würziges, pflanzliches, da hast du wenigstens gemerkt, du merkst, dass da Hanfsamen drin ist. Zusätzlich drin ist was Eigenes ist. Das fehlt. Das fehlt hier einfach. Wenn du das wenigstens schmecken würdest, könntest du ja sagen, okay, es ist ein Red Bull-Klon, aber der aber er hat probiert noch wenigstens dabei. Noch was Zusätzliches, Special-mäßiges mitzugeben. Ich's nicht mehr. Ist nicht da. Ist einfach nicht da. Das ist einfach leider, ein Klon und nicht mehr. Das ist echt enttäuschend. Und das ist einfach schade. Jungs, aber, geht von den scheiß Klonen weg. Aber auf der anderen Seite muss ich auch so sagen, es gibt so viele Leute, die sich davon halt ködern lassen, da steht Cannabis drauf, das ist das, was ich gemeint habe. Es steht Cannabis drauf, es ist grün, es sieht ganz relativ fancy noch aus. Ja. Das hole ich mir mal. Das ist ein Hanfblatt, da werde ich dann bestimmt das haben. Das muss super sein. Fail. Nee. Bringt's nicht, tut uns leid. Was heißt tut uns leid? Wir können nichts dafür. Ist einfach so. Ist ja euer Produkt. Richtig, ist das euer Produkt. That's about it. Wir haben ja auch nichts mit den Verkaufszahlen zu tun. Nö, das ist uns egal. Das Zeug kann sich ja trotzdem saumäßig gut verkaufen, obwohl es uns nicht schmeckt. Ja. Beziehungsweise wir es nicht für was Besonderes halten. Richtig. Also abschließend bleibt nur zu sagen, wer einen Red Bull Klon möchte, es gibt bessere Red Bull Klone. Preislich ist der ungefähr wo? Puh, ich glaube, der ist relativ, auf jeden Fall günstiger wie Red Bull, oder? Ja, und den wird es demnächst auch in Deutschland geben, weiß ich zumindest. Also den gab es jetzt zuerst in Holland und dann auch teilweise in United Kingdom und so weiter. Und jetzt gibt es den demnächst auch in Deutschland. Also wahrscheinlich, bis das Video draußen ist sowieso. Ist der da. Ja, kann man nur sagen, es gibt bessere Red Bull-Klone und können wir nicht sagen, Jungs, holt euch das, weil das ist es nicht. Finger weg davon, bringt's nicht. Können wir leider nicht empfehlen. Trotzdem danke für die Spende. Trotzdem danke für die Spende, vielen Dank. Nice try. Try again later. Und in diesem Sinne, Mahlzeit.